Yes, everyone, it's Vladsportum and welcome to my latest poop video. And today what I'm going to do is the promised Q&A. You posed me some really good questions. Everyone who is going to be mentioned in this video is going to be linked into the description. Check the description out and follow everyone who is in the description on Instagram. It would be really cool if you could do so, because these people, they put some effort in order to ask me some really nice stuff. And I suggest we're going to take a look what kind of questions I received. The first question is from Eva Malczynski, and she asked me, cats or cats? I'm just saying this. Thank you, cats. Thank you, cats. Thank you, cats. I'm so fucking grateful for my ex. There you go. Team Alexia asked me, would you do a 24-hour challenge? Everybody follow me, Team Alexia. You asked me this already a lot of times, and I can tell you, yeah, I'm going to make a 24-hour challenge. I have now plenty of time to do so, but I need to think about what kind of idea I can do and when I'm going to film it. It will be probably tough, but we'll see how it will be. So stay tuned. That's all I can say. Nadika L asked me, what is your biggest goal for 2019? Unfortunately, I cannot answer you this question because this is something what is very personal, and this is my business. I hope you can understand this, because you don't tell to people your own goals and dreams, because they can get pretty quickly jealous. Her second question was, if you were to describe you in 5 words, which would it be? Generous, curious, friendly, interested, and passionate. Stefan Todorović mene pitao, koliko jezika znaš? Da ti kažem, prošli put je mene to neko pitao u moj prvi Q&A i dao sam odgovor da znam 5 jezika ukupno. Maternji jezik mi je srpski i nemački, a poput toga sam naučio u školi francuski, engleski i ruski. I trenutno učim preko Duolingo grčki jezik. Mislim da sam malo lenj, ali bi volio da nastavim to, da naučim, i vidjet ću kako će to proći, jer trenutno imam sada više vremena da se bavim s time i bilo bi super ako bi mogao da završim taj kurs na aplikaciji. ABK Zippyface fragt mich, ein Foto von Osman. Erstens ist das gar keine Frage und zweitens nein. Ubica 1210 fragt mich, Meinung zu diesem Ubica 1210. Ein richtig interessanter, neugieriger und freundlicher Typ, mit dem man richtig viel Spaß haben kann und mit dem man auch über ernstere Themen sprechen kann. Wie man es auf gut Deutsch auch nennen könnte, ein Ehrenmann. Protiv hat mich gefragt, kommt irgendwann eine neue Auspuffanlage auf den Audi? Das ist alles geplant. Das Problem ist halt einfach, mittlerweile sieht es einfach mit dem Geld nicht so gut aus, aber ich hoffe, mit dem Geld wird es irgendwann mal besser und dann kann ich mir auch dementsprechend einen Auspuff leisten. Wobei meine Eltern werden davon nicht ziemlich begeistert sein. Mal schauen, weil das ist mein Projekt, mein Baby, und ich hoffe, da werde ich noch ein bisschen mehr dran machen. Bisher habe ich nämlich schon einige Sachen an dem Auto machen können. Jan Edgar Jan fragt mich, was kannst du über Armenien sagen? Über Armenien, was fällt mir da spontan ein? Das? Und das? Aber ansonsten, ich war bisher noch nie in Armenien dort, aber ich habe viel Positives davon gehört, und wenn ich mal die Möglichkeit habe, dorthin zu gehen, dann werde ich diese auch sehr wahrscheinlich, nein, zu 100% sogar auch nutzen. Wäre mal richtig cool, dieses Land zu sehen, weil es gibt auf jeden Fall dort sehr viel zu sehen, und ich habe auch gehört, die Leute von dort sollen auch ziemlich freundlich sein. Celine Ra fragt mich, welcher Lehrer hat dich denn ausgesperrt? Sie meint damit, als ich das Q&A gemacht habe, war ich ja ausgesperrt vom Unterricht, weil ich kam genau auf die Minute und eben da hat der Unterricht schon angefangen und da wollte ich nicht reinplatzen, weil der Lehrer mich dann nicht reingelassen hätte und so, und ich habe dann halt einfach draußen gewartet bis zur nächsten Stunde. Und ich glaube, den Lehrer hast du auch, das ist der von Managerial Accounting. Tal Mustafi asked me, why so strong Eliran? The thing is, I have absolutely no idea what you mean with that, but after Googling that, I found this.
כשמבקשים ממנו לעשות טובה, מקבל חשמל, מבקש אותם חזרה, יש לו ורידים במצח כמו שני נחשים, אומר הוא אלרגי לדברי תורה. To be honest, I have absolutely no honest opinion about it because this is Dudu Farouk and I don't like Dudu Farouk that much. ABK's Marok hat mich gleich viermal etwas gefragt, nämlich das erste ist, was sind deine Hobbys? Also, mein erstes Hobby ist natürlich das, was ich gerade mache, YouTube. Mein zweites Hobby ist darin, wo ich drin sitze, mein Auto. Und mein drittes Hobby ist Gesang. Hast du ein Haustier? Ganz ehrlich, das habe ich schon im letzten Q&A beantwortet. Und ja, ich habe ein Haustier. Sein Name ist Meda. Er ist ein Tibet-Terrier. Für die Leute, die keine Ahnung von Rassen haben, ja, das ist ein Hund und so sieht er aus. Was möchtest du mit YouTube erreichen? Ich nutze ja meinen Kanal hauptsächlich als ein Tagebuch für die Sachen, die ich halt einfach mache. Und auch nutze ich den Kanal für meinen eigentlichen Plan. Ich möchte mit dem Kanal mehr... Und habe ich Lieblingstiere? Mein Lieblingstier, also ich habe so ziemlich ein Lieblingstier und das ist ein Pinguin. Keine Ahnung, warum ich Pinguine toll finde, aber... Ich finde es halt einfach schade, dass Pinguine nicht fliegen können, aber ich finde es halt einfach gut, dass sie sehr gute Schwimmer sind und meiner Meinung nach sehen halt einfach Pinguine toll aus. Keine Ahnung wieso. If you would like to participate in my next Q&A, don't forget to follow me on Instagram. The link is also in the description, always the first one. And also if you want to stay in touch with me and don't have Instagram, check out my Discord channel. It is also in the description. Don't forget to follow everyone who participated in this Q&A. I would be very glad for that and they would be also glad for that too. That was it from my side. I hope that you enjoyed my video. Leave me a like if you loved it and also write me some comments because I would really like to know what your feedback is. And also if you have some suggestions, it would be cool if you could say them to me because I need also some ideas what I can do in the future on my YouTube channel. And also don't forget to leave me a sub because surely you don't want to miss any of my future videos. Stay tuned and I hope to see you the next time. Bye bye.